Ja, hi ho und willkommen, meine lieben Rollenspiel- beziehungsweise bessere Strategiespiel- und Zwergenfreunde in dem Fall, zu einer neuen Spielevorstellung von mir, einem neuen Let's Show, nämlich von Battle Mages, einem doch recht alten Strategiespiel mit Rollenspielelementen, das ich ganz nett finde eigentlich. Also, wie sie da die Rollenspielelemente eingebaut haben. Ja, das Spiel ist, wie man sehen, auch an der Grafik erkennen kann, schon recht älter. Ich habe es jedoch geschafft, das ist übrigens die Steam-Version, sie auf 180p hochzuscalen. Ja. Gut. Was ist Battle Mages? Ganz kurz zusammengefasst, wie man schon sehen kann, ein Strategiespiel, in dem man kleinere Kampfverbände steuert. Also diese Reiter hier, die man hier zum Beispiel sieht, oder die Schwertkämpfer da hinten sind Kampfverbände, nicht einzelne Einheiten. Und ja, wie der Name des Spiels schon sagt, sind wir ein Kampfmagier. Das heißt, wir haben auch Zauber zur Verfügung. Das werden wir aber in den Let's Shows sehen. Gut, Optionen und so, das lassen wir alles mal. Wir gehen erstmal kurz ins Spielermenü und erstellen einen neuen Spieler, den wir jetzt einfach Let's Play nennen. So, und hier sehen wir gleich schon mal, wir haben vier verschiedene Magiertypen zur Auswahl, wobei die nicht gerade viel aussagen, die sind nur für den Anfang wichtig. Wir haben nämlich den Chaos-Magier, der auf Elementarmagie, also Feuer und so spezialisiert ist und halt Damage-Zauber hauptsächlich hat. Der Naturmagier ist eher für die Heilung und für Schutz gedacht. Und der Energiemagier, ja, ist eher für Buffs und Veränderungsmagie, sage ich jetzt einfach mal, gedacht. Und da gibt es noch den Kommandanten, das ist der, den ich gerne wähle in diesem Spiel, weil der Kommandant schon von Anfang an ein bisschen höhere Führungsqualitäten hat. Dadurch kann er mehr Truppen und besser die Truppen kontrollieren. Das sehen wir dann aber alles, ja. Deswegen nehme ich auch wieder den Kommandanten und lasse die anderen drei mal. Wir werden aber auch Zauber sehen, keine Sorge in diesem Let's Show. So. Also, Brenuir ist in dem Fall mein Privatcharakter und der Let's Play-Charakter hier ist unser neuer Charakter für das Let's Show erstmal. Und je nachdem, wie euch das hier jetzt gefällt, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, könnten wir das zu einem normalen Projekt machen. Demnächst. Gut. Schauen wir mal in die Kampagne. Wir haben zwei. Also die Kampagne ist in Kapitel aufgeteilt. Also Kapitel bzw. in Akte und Kapitel. Das erste ist das Tutorial. Und dann hätten wir hier halt den ersten Akt mit dem ersten Kapitel. Wir fangen aber mit dem Tutorial an und gehen dann weiter. Das Tutorial zeigt uns erstmal das Spiel und dann kriegen wir hier in Teil 1 die Story erstmal erklärt, also die Hintergrundstory, bevor wir dann in Kapitel 1 reingehen, was wir uns dann auch angucken werden, hoffentlich. Okay, Tutorial-Mission fortsetzen. Tutorial-Mission Straße. Ein junger Student wird zur Schule der Magier geschickt, um seine letzte Aufgabe von seinem Lehrer zu erhalten und sein Training abzuschließen. Seien Sie gegrüßt. Von nun an sind Sie ein Kampfmagier, der nicht nur seine Fähigkeiten und Kenntnisse erweitern, sondern auch Krieger anführen kann. Drücken Sie die P-Taste, damit Sie sich während des Spiels aus der Vogelperspektive sehen können. Ja, das können wir mal machen. Dann sehen wir hier so einen blauen Magier. Lassen wir ihn mal fürs Tutorial da. Ich finde das ganz putzig, aber meistens ist er halt nur im Weg, deswegen. Ja. Das Bild Ihres Charakters hat auf der rechten Seite vier Anzeigen. Mana-Menge, ein Schwert, das anzeigt, wie viele Truppen sich von der maximal möglichen Menge unter dem Befehl befinden. Also, ja, Mana. Gold und eine Krone, die Aufschluss über Ihre Erfahrung gibt. Ja, machen wir das so.
Mana ist das erste. Davon haben wir jetzt 250 von 250, also Maximum. Dann unsere Führungskraft sozusagen, wie viele Truppen wir haben können. Da haben wir gerade 2 von 4, weil wir 2 Trupps Schwertkämpfer haben. Wir haben 250 Gold und 1000 Erfahrungspunkte. Gut. Um einem Soldaten einen Befehl zu geben, müssen Sie zuerst mit der linken Maustaste auswählen und anschließend mit der rechten Maustaste seinen Bestimmungsort anklicken. Klicken Sie zur Auswahl eines Soldaten mit der linken Maustaste auf das Trommelsymbol im unteren Bereich des Bildschirms. Wenn Sie das Trommelsymbol mit der rechten Maustaste anklicken, wird dieser Soldat von einer Kamera verfolgt. Wir dienen dem Kaiserreich. Also ja, wir können unsere Truppen herumschicken. Ja, gehen wir. Ja. Wir können aber auch... Ja. Ja. Eben diese Verfolgerkameraden machen. Um sich eine Karte des Terrains für den aktuellen Level anzusehen, müssen Sie auf die Kartenschaltfläche klicken oder die M-Taste drücken. Klicken Sie auf die Tagebuchschaltfläche oder drücken Sie L, um ein Fenster aufzurufen, in dem verschiedene Spielereignisse und Anweisungen angezeigt werden. Es ist an der Zeit, dass Sie sich mit Ihren Kriegern auf den Weg machen. Ja. Wir kriegen aber erstmal Gesellschaft. Mehr! Und gehen wir mal wieder aus der Verfolgerperspektive raus. Also jetzt am Anfang noch ziemlich unspektakulär. Ein paar Barbaren niedermetzeln mit unseren paar Truppen. So, sammeln Sie Erfahrung, indem Sie feindliche Einheiten töten. Ihre Truppen sammeln gleichzeitig Erfahrung. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Spielereigenschaften oder drücken Sie C, um sich Ihre Optionen anzusehen. Ja, man sieht hier unten, erstens hat der Trupp Schaden genommen und wir sehen auch, dass einer... Ja, mit Vergnügen. ...der Soldaten ziemlichen Schaden genommen hat. Gehen wir, wir dienen dem Kaiserreich. Da sollten wir immer drauf achten, dass wir nicht so viele Truppen verlieren. So, jetzt mal kurz die Karte angucken. Wir sehen, hier ist eigentlich hauptsächlich ein Weg straightforward. Hier zu einem Dorf und einer Stadt und mehreren Lagern. Aufträge haben wir gerade keine und das Logbuch ist das hier oben. Das können wir auf und zu machen. Jetzt hat er gesagt, wir können das Charakterfenster öffnen. Nur scheint... Die Charakteranzeige. Die Kampferfahrung können entweder zur Verbesserung der Eigenschaft oder zum Studieren von Magie verwendet werden. Hier sehen Sie Ihre Werte für Erfahrung, Bana, magische Fähigkeiten, Führerschaft und militärische Fähigkeiten. Bewegen Sie die Cursor über eine Eigenschaft, um sich Ihre Beschreibung durchzulesen. Die in dieser Tutorial-Mission gesammelte Erfahrung geht nach Ihrem Abschluss wieder verloren. Links unten befindet sich eine Liste zusätzlicher Fähigkeiten, die Sie erwerben können. Begeben Sie sich in das Menü. Klicken Sie nun auf Zauberbuch. Ja, Zaubersprüche. Nun erscheint eine Anzeige, in der Sie neue Zaubersprüche studieren können, auf die Sie abhängig von Ihrer Erfahrung zugreifen können. Klicken Sie auf den Zauberspruch, um seine Wirkung kennenzulernen. Ja, kann ich leider gerade nicht, weil ich habe keine Sprüche zur Auswahl. Um das zu machen, muss ich erstmal meine magische Fähigkeit steigern. Die ist nämlich am Anfang auf 0. Und wenn wir so drüber hovern, sehen wir die magische Fähigkeit... Erhöht die Mana-Regeneration. Mana erhöht natürlich das Mana. Militärische Fähigkeit erhöht, verbessert die Truppen halt. Im Augenblick sind es 6%. Auf der nächsten Stufe sind es dann 9%. Und Führerschaft, ja, ist halt, wie gesagt, für Truppen. Also unser Truppenlimit. Und man sieht schon, die beiden kosten viel Erfahrungspunkte, weil sie schon recht hoch sind, weil wir eben den Truppenführer als Charakter genommen haben. Ein anderer hätte halt weniger Führerschaft und militärische Fähigkeit, dafür aber bereits magische Fähigkeit und schon einen Zauber. Das haben wir natürlich nicht, wollen wir aber ändern. So, jetzt haben wir Zaubersprüche. Also, wir haben noch keine Zaubersprüche. Wir können jetzt aber Zaubersprüche halt lernen. Die allerdings dann eben auch nochmal 1500 Erfahrungspunkte kosten. Und
Hier sehen wir dann die verschiedenen Zauber, die zum Beispiel zur Verfügung stehen. Also Blenden der Augen, um Gegner zu blenden, dass sie geringere Trefferchance haben. Feindliche Einheiten verfluchen, dass sie weniger Schaden machen. Dann hier, was ist das? Eile, damit unsere Soldaten sich schneller bewegen. Haut des Kriegers, also ein Feuerschild, macht einen Magmapanzer. Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen rote und grüne Magier, praktisch. Und natürlich ein Feuerblitz, ein Angriffszauber, den man auch Pfeile schleudern könnte. Dann hier natürlich die Grünzauber, also das sind eher Naturzauber. Deswegen gibt es auch zum Beispiel einen giftigen Dorn, um Gegner zu vergiften. Ein Erde zu Schlamm, mit dem man Gegner verlangsamt. Ja. Heilung natürlich, sehr klassisch für grüne Magie, für Naturmagie. Gift heilen. Und das hier ist Rindenhaut, das kennt man auch aus anderen Spielen. Um eben die Rüstung der Einheiten zu verbessern. So, hier haben wir noch die blaue Magieschule. Mit Glück, was die kritische Trefferchance erhöht. Oder Segen, wodurch die Trefferchance erhöht wird. Energieschild schützt gegen rote und blaue Magie. Also, da sieht man gerade ein bisschen Papierstein-Schere-Effekt. Rot schlägt grün, grün schlägt blau und blau schlägt rot. Also die Schilde sind jeweils gegen sich selber und gegen eine andere Magiestufe-Sorte schützend. Dann gibt es noch hier, was ist das, ein Funken? Fügt leichten Schaden zu, verlangsamt den Feind. Ah ja. Und Wiederherstellung. Schickt Soldaten ein Stück weit in der Zeit zurück, als die Ausrüstung noch intakt und die Toten noch nicht so weit zerfallen waren. Die Stärke dieses Zaubers kann ebenfalls benutzt werden, um den Aufenthalt heraufbeschworener Kreaturen in unserer Zeit zu verlängern. Erneuert sämtliche Mechanismen, blutet Krieger, verlängert die Lebenszeit heraufbeschworener Monster. Ja. Also gut, das so viel zu den Zaubern jetzt erst einmal und den Zauberschulen. Jawohl, So, Sir. wir wollen jetzt erstmal weiter Auf euer marschieren. Kommando. Und während wir jetzt gerade im Zauberbuch waren, konnten auch unsere Krieger Gehen sich wir. auch heilen, was praktisch Ja. ist. Ich sehe, dass ihr gute Absichten habt, Reisende. Ich hoffe, ihr werdet meinem Dorf eure Hilfe nicht verweigern. Wisst ihr, ein schreckliches Monster, das Mensch und Vieh tötet, lebt jenseits des Waldes. Erlöst uns von diesem Monster, aber seid vorsichtig. In den Wäldern wimmelt es von Orks und Briganten. Ja, nachdem Sie Ihre Mission erhalten haben, erscheint sie auf der Liste der Aufträge. Klicken Sie die Aufträgeschaltfläche an oder drücken Sie Q, um weitere Informationen über den Auftrag zu erhalten. Ja, Aufträge. Ein Monster suchen und töten. Was könnte leichter sein? Ja, neuer Auftrag erhalten. Sucht und tötet das Monster. Nur mal, um es im Logbuch zu zeigen. Und die Monsterhöhle wurde sogar Ja. markiert. Die ist, wie hat man es erwartet, am Ende Ja. des Weges. So, Mehr ein Blut. paar Orks. Ja. Ja. Die sollten wir Mehr Blut. so bekämpfen, dass auch alle Truppen was machen können. Also unsere volle Stärke ausnutzen. Dies ist die erste Begegnung mit den Ork-Kundschaftern. Wahrscheinlich sind weitere Streitkräfte in der Nähe. Wir sollten vorsichtig sein. Und ja, das ist unser Magier selber, der gerade gesprochen hat. Also unser Auf euer Avatar, sage ich Kommando. jetzt mal.
Nur damit ihr wisst, dass wir nicht einfach nur irgendein Gehen wir. stummer Niemand sind wie in anderen Ja. Spielen. So, da kommen Auf euer Kommando. noch mehr Orks. Gehen wir. Mehr. Zum Glück haben wir nur den einen Trupp geaggrot. Der andere steht noch da oben. Und man sieht, die weißen Balken meiner Truppen, genau, sind Erfahrungsbalken. Ja, auf euer Kommando, mit Vergnügen. Gut, wir sehen auch, der Trupp hier wurde schön Mit Vergnügen. angeschartet. Deswegen sollten wir ein bisschen aufpassen Wir auf dienen ihn. dem Kaiserreich. Gehen wir. Mehr. Jawohl, Sir. Ja. So, lasst euch mal zurückfallen. Der andere Trupp ist etwas frischer als ihr. So. Ihre Truppe ist noch erfahrener und qualifizierter geworden. Ihre Eigenschaften haben sich stark verbessert. Um dies anzusehen, müssen Sie die Truppe auswählen und anschließend die Inventarschaltfläche Wir anklicken. dienen dem Kaiserreich. Ja, das hier sind die Truppenbewegungen. Und hier ist das Inventar. Dies ist das Truppeninventar. Hier werden sämtliche wichtigen Informationen angezeigt. Truppeneigenschaften, erworbene Objekte und Artefakte. Ja, ich kann auch den Trupp wieder auffüllen, falls er mal einen Krieger verloren hat, was zum Glück noch nicht der Fall ist. Ich kann die Truppen auch aufwerten, das sehen wir nachher. Ich sehe Erfahrung, ich sehe die Führerschaft, was sie kosten. Dann ihren Angriff und Schaden, also wie gut sie treffen, plus ihren Bonus, den sie halt durchs Level-Up jetzt haben. Hier oben ist übrigens die Ausrüstung, die ausgerüstet ist, und hier unten ist das, was sie mit sich rumschleppen. Dann halt ihren Widerstand gegen die drei Magieschulen, ihre Rüstung und ihre Waffe. Leichte Waffenabwesenheit von Rüstung und deshalb geringe Kosten machen Schwertkämpfer zur Hauptstreitmacht der Milizen. Mit großen Schilden ausgerüstet sind sie vor feindlichen Pfeilen gut geschützt. Und ja, ich könnte sie entlassen, aber das wäre kontraproduktiv. So, jetzt können wir uns mal einen Zauber gönnen. Dazu nehme ich Heilung. So, was das Tutorial von Battle Mages nicht erklärt. Mit Vergnügen, Was ich ja. irgendwann selber herausfinden musste, Ja. ist, wie Mana funktioniert. Wir können unser Zauberbuch öffnen. Also erst einmal haben wir hier den Zauber in der Schnellleiste. Das ist die hier drüben. Also im Augenblick lädt der Zauber. Zauber in der Schnellleiste haben einen Cooldown, verbrauchen allerdings kein Mana. Das ist das Praktische. Also jetzt, wo er aufgeladen ist. Jetzt sollte er aufgeladen. Bist du aufgeladen? Jetzt bist du aufgeladen. Könnten wir ihn einfach benutzen, oder würde kein Mana kosten. Was einem das Tutorial jedoch nicht beibringt, ist, wir können das Zauberbuch öffnen, rechts auf den Zauber klicken. Und wenn wir ihn dann benutzen, kostet er Mana, wird aber nicht in der Schnellauswahl Wir dienen verbraucht. dem Kaiserreich. Die schnelle Gehen wir. Auswahl ist sozusagen die, Auf euer Kommando. oh shit, Auf euer Kommando. Gehen wir. Ja. Gehen wir. oh shit Variante. Oder Notfallvariante, wie man es nennen möchte. Also wenn wir jetzt den Zauber Heilung, hier auf die sprechen. Dann brauchen wir 100 Mana.
auf diese Art und Weise. In der Schnellauswahl jedoch ist er noch nicht aufgebraucht. So, benutzen wir ihn gleich nochmal. Mit Vergnügen. Ja.